Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Rank, der ersten Folge für heute. Später kommt dann noch, wie geplant, das Was wäre wenn in Mittelerde für euch. Ja, das wären dann für die Woche und die letzte Woche alle Folgen. Und ja, die nächsten Folgen kommen dann wieder nächste Woche. Da werden es voraussichtlich 6 sein, da ja am Sonntag in der Woche der erste ist. Ja, gestern bei Let's Rank hatten wir den ersten Teil von einer Tierlist von den Filmcharakteren aus dem Hobbit. Und ja, wie schon versprochen, wollen wir gar nicht lange zögern. Heute begeben wir uns an den zweiten Teil. Ihr seht hier schon die Auflistung vom ersten Teil, soweit sie schon bekannt war. Und ja, heute machen wir die andere Hälfte mit dem zweiten. Und beim zweiten Teil fangen wir an mit Alfred. Ich möchte hier auch nochmal sagen, es ist nur meine Meinung. Spoilergefahr möglich, falls jemand die Hobbit-Filme noch nicht gesehen hat. Auch, dass ich halt eventuell einzelne Details vielleicht vergesse oder mich eventuell falsch erinnere, weil die Filme ein bisschen länger her sind. Also falls ich was vertue oder vergesse, bitte in die Kommentare. Und natürlich Kommentare aller Art gern gesehen. Wäre halt schön bei Kritik, wenn sie konstruktiv wäre. Ja, wie gesagt, beginnen tun wir heute mit Alfred. Eine reine Filmfigur und wie gestern schon gesagt, der Helfer des Bürgermeisters von Seestadt und damit ebenfalls ein Schurke. Ja, was kann man bei Alfred sagen? Alfred hat den sehr netten Beinamen Leckspuckel, also man merkt schon, die anderen mögen ihn nicht. Er ist, wie gesagt, der Gehilfe des Bürgermeisters, er ist genauso wie der Bürgermeister ein sehr korrupter, sehr gieriger Mensch, der sehr gerne Macht ausübt. Im Grunde, also zumindest mich persönlich erinnert Alfred immer so ein bisschen an Grima, muss ich sagen. Weil er ist genauso wie Grima ein Mensch, er ist nicht besonders groß, er ist nicht besonders stark. Er ist quasi der Berater des Herrschers. Und ja, wie gesagt, ein Schurke, jemand, der nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Und auf andere ziemlich herabguckt. Das merkt man an mehreren Szenen, gerade auf Frauen guckt er ziemlich herab. Aber auch auf gewisse Leute. Bart zum Beispiel ist ihm ein großes Dorn im Auge. Und ja, Alfred, ich persönlich finde ihn ehrlich gesagt lustig, denn er verkackt irgendwie alles. Er verkackt irgendwie alles. Am Anfang verkackt das mit Bart. Da ist der Bart eindeutig unterlegen. Das ist einfach so. Da, wo halt Zwerge in die Stadt geschmuggelt werden und wo Alfred dann die Fässer durchsuchen lässt und weil der Fisch nicht genehmigt ist, wollte er auch die Fässer über Bord werfen. Er wusste nicht, dass die Zwerge da drin waren, aber dennoch, er hat sich gegen Bart nicht durchsetzen können, trotz Unterstützung der Stadtwache. Er konnte sich nicht durchsetzen. Und später dient er ja Bart, oder beziehungsweise gibt vor ihm zu dienen, nachdem das Drache Smaug tot ist. Und da verkackt er halt alles. Ich meine, er hat Wachdienst und übersieht beispielsweise Tranduils Elbenarmee. Übersieht er einfach spontan. Er ist Gandalf gegenüber sehr unhöflich, weil er ihn halt für einen Bettler hält, für einen Streuner hält. Er ist ein Feigling. Er wollte zum Beispiel als einziger Mann nicht kämpfen, sondern hat sich als Frau verkleidet. Das ist eine ganz lustige Szene, wo er dann bei den anderen Frauen, die zumindest zum Teil kämpfen wollen, enttarnt wird. Er will auch sofort versorgt werden. Nach dem Untergang der Stadt zum Beispiel fällt das auf. Da will er einfach sofort Decken, Nahrung etc. Er scheut sich auch nicht, Gewalt anzuwenden, sollte jemand einen Widerspruch leisten, obwohl er halt nicht sonderlich kräftig ist. Also ein Kämpfer ist Alfred nicht. Wie gesagt, ich finde ihn eher lustig. Er ist, ja, weiß ich nicht, ob er ein bedrohlicher Schurke ist. Ich würde sagen, nein. Also Grima zum Beispiel finde ich bedrohlicher im Herr der Ringe, so als Vergleich. Aber wie gesagt, ich finde, die beiden teilen sich schon gewisse Neigungen. Wie der Bürgermeister hat auch eine sehr große Liebe zum Gold, die ihm auch letztendlich zum Verhängnis wird, zumindest wenn man die Extended Edition gesehen hat, wo er einen Troll tötet, und zwar unabsichtlich. Das war die Geschichte mit Gandalf und der Radagast Stab, wo der Stab nicht funktioniert und Alfred wird in das Maul des Trolls katapultiert und der Troll erstickt an ihm.
Finde ich immer wieder eine lustige Szene und passt irgendwie zu Alfred sehr gut, weil letztendlich an Gier gestorben einfach und auch an Feigheit, weil er, wie gesagt, sich als Frau verkleidet hat. Im Original, glaube ich, also im Originalfilm, glaube ich, stirbt er nicht. Also Bart findet ihn ja und da ist er Bart gegenüber wieder sehr unhöflich, von wegen, stellt euch weg, ich gehorche euch nicht mehr. Und Bart lässt ihn aber gehen. Also er greift ihn nicht an und er stellt ihn auch nicht zur Rede, sondern letztendlich lässt er ihn gehen, glaube ich. Ja, wie finde ich Alfred? Wie gesagt, ich finde ihn lustig. Er ist eine der fünf Figuren, also nur fünf Figuren, die ich mag, tatsächlich. Aber ich kann ihn nicht ernst nehmen. Ich kann den Schurken nicht ernst nehmen. Weil, wie gesagt, alles, was er macht, verkackt er irgendwie. Und er hat halt nichts Positives. Es gibt andere Figuren, die auch nichts Positives haben. Der Bürgermeister zum Beispiel hatte auch nicht viel Positives. Aber wie gesagt, Alfred verkackt halt alles. Und ja, mehr als lustig finde ich ihn tatsächlich nicht. Deswegen würde ich sagen, mostly functional. Weil seine Rolle als, ja, sagen wir mal, kleiner Drecksack, spielt er schon gut. Ich finde auch den Schauspieler gut, muss ich sagen. Aber ja, sonst kann man zu Alfred nicht viel sagen. So wirklich viel starken Einfluss auf die Geschichte hat er meiner Meinung nach nicht. Also manche Sachen tut er beschleunigen. Wie gesagt, das mit der Elbenarmee zum Beispiel oder das mit Gandalf. Oder halt, dass er selber Bart zum Herrscher ausrufen will, weil er sich halt hinter Bart zurück für sicher fühlt zu dem Moment. Aber ansonsten nicht viel. Ich würde sagen, er kommt hier hin. Über Bein, denn Bein finde ich unwichtiger als Alfred, aber unter Tranduil. Denn Tranduil kann ich als, wie schon gestern gesagt, halb Schurke, halb Held ernster nehmen. Und mehr als lustig finde ich Alfred halt nicht. Ich hasse ihn nicht. Ich finde die Rolle als, wie gesagt, so kleine, schleimige Schurke macht er ganz gut. Aber den Bürgermeister zum Beispiel finde ich den cooleren Schurken. Und Bolg theoretisch auch. Bolg ist ja deswegen so tief, weil ich halt von seinem Film Darstellung enttäuscht bin. Und auch der Hexenkönig fände ich cooler. Aber wie gesagt, der Hexenkönig ist ja hier ein Non-Character, weil so wirklich Charakter hatte er halt in den Hobbit-Filmen nicht. Der nächste Charakter ist Gandalf. Ähnlich wie bei Bilbo gestrigen Folge oder bei Thorin. Zu Gandalf gibt es natürlich extrem viel zu sagen. Ist halt ein Hauptcharakter. Ist derjenige, der Bilbo zu Thorin und Kompanie bringt. Ist derjenige, der Thorin und Kompanie führt. Zumindest ein Stück weit. Zum Beispiel nach Bruchtal, obwohl das Thorin nicht wollte. Derjenige, der die drei Trolle in Stein verwandelt. In Bruchtal gibt es halt die Weiße Ratsszenen und die Szene mit Galadriel, die ich ja gestern schon hervorgehoben habe. Dann rettet er die Gemeinschaft in der Orkstadt, wo er den Großork tötet. Dann natürlich die Szene auf den Bäumen mit den Wagen und halt Azogs Markreitern mit den brennenden Kiefernzapfen. Beorn, die Szene mit Beorn habe ich ja gestern auch gut hervorgehoben. Und sonst ist noch wichtig die Radagast-Szenen, beziehungsweise dieser ganze Dol Guldur-Plot. Das finde ich das Einzige, was ich bei Gandalf ein bisschen nicht so mag. Den Dol Guldur-Plot. Und wie schon gestern kritisiere ich auch bei Gandalf den Kampf zwischen ihm und Sauron, beziehungsweise dem Nekromanten. Bei Gandalf nicht so sehr, weil er verliert. Also bei Galadriel habe ich ja eben kritisiert, dass sie also relativ einfach gewinnt. Und Gandalf verliert gegen Sauron ja ganz klar. Und da geht es mal darum, dass es da beide mal ja sind und sie in etwa gleich stark hätten sein müssen. Weil ja, wir haben hier nun Gandalf den Grauen, aber wie gesagt, Sauron als Nekromant ist halt auch eine stark geschwächte Form des dunklen Herrschers. Das ist nicht der dunkle Herrscher in seinen Höchstzeiten, sondern es ist eine stark geschwächte Form. Deswegen finde ich, hätten die ungefähr gleich sein müssen. Ansonsten ist er halt noch in der Schlacht von Fähre, wo er zum Beispiel Bilbo, ja, das Leben rettet, weiß ich nicht. Aber als die anderen Zwerge halt Thorin in seiner Wut wegen der Drachenkrankheit nicht aufhalten können, springt hier Gandalf schon so ein bisschen ein. Das muss man halt schon sagen. Und gerade mit Bilbo gibt es ein paar schöne Szenen. Auch während der Schlacht und nach der Schlacht von Fähre oder
ganz am Anfang eben, wo die Gemeinschaft, also wo Ton und Kompanie halt im Bord sind, ankommen. Da ist ja auch ein paar schöne Szenen mit Gandalf. Also Gandalf, die Szenen sind eigentlich alle super, muss man sagen. Ähnlich wie bei Smaug zum Beispiel, den ich hier gestern auf Exzellent gestellt habe. Das einzige Problem mit Gandalf, das ich halt habe im Film, ist der Dol Guldur-Plot. Weil, ja, dass er halt erst. Den Anfang finde ich sogar ziemlich cool, dass er halt erst den Zauber auflöst, also diese Tarnung um Dol Guldur, seinen kleinen Kampf mit Azog mag ich. Zumindest in der Extended Edition die ganze Geschichte mit Train, den wir auch noch haben werden. Die mag ich bei Gandalf auch sehr. Mich stört halt nur der Kampf gegen Sauron, dass Gandalf das deutlich verliert. Das ist ein bisschen. Das finde ich ein bisschen unpassend. Aber ich würde trotzdem sagen, ja, perfekt. Da hätte ich halt auch Smaug auf perfekt setzen können, ne? Aber bei Smaug störte mich ja die Todesszene, deswegen ist er ein Exzellent. Deswegen würde ich auch sagen, Gandalf ist ein Exzellent, weil, wie gesagt, ja, es ist einfach hier eine sehr strenge Regelung. Er ist auch auf Exzellent, weil, und nicht auf perfekt, weil, wie gesagt, der Kampf zwischen ihm und Sauron stört mich. Und ich muss tatsächlich sagen, er ist unter Smaug. Weil Smaug finde ich einfach cooler. Muss ich ganz ehrlich sagen, allein, wie gesagt, allein bei der Stimme kriege ich eine Gänsehaut. Die ganzen Szenen mit Smaug sind einfach großartig. Gandalf-Szenen sind auch großartig. Und seine Stimme ist ja auch, da hat man halt wieder das Thema mit Herr der Ringe-Flair auch drin, wie es auch bei Elrond war. Aber Smaug ist ganz knapp davor. Das ist halt, wie gesagt, eigene Meinung. Wird natürlich jeder anders sehen. Ich würde ihn durchaus im Perfekt stellen, wäre da halt nicht der Kampf zwischen ihm und Sauron. Ich finde einfach, aus dem hätte man mehr machen können. Ich finde ihn auch grafisch ein bisschen unspektakulär. Natürlich hat es was mit Gandalf in dieser weißen Lichtblase und Sauron, die Schatten fast schon Tentakeln, die halt dann das Licht zurückdrängen. Und dann das Auge, das hat schon was, aber ich finde, man hätte mehr draus machen können, einfach. Und deswegen, ja, ist er knapp unter Smaug. Aber die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, ob die beiden Szenen reichen, um sie wirklich auf Exzellent nur zu setzen. Wisst ihr was? Nein. Ich stelle die beide auf perfekt. Ich stelle die beide auf perfekt. Also jetzt so im Nachhinein überlegt. Mich stören halt diese beiden Szenen, aber im Nachhinein tun sie doch nicht reichen, um sie runterzusetzen. Thorin und Bilbo bleiben exzellent, aber. Ja, die kommt tatsächlich dahin. So, der nächste Zwerg, der nächste Charakter ist Fili, der Bruder von Kili, den wir ja gestern hatten. Ja, Fili mag ich schon auch sehr. Oder, ja, nicht sehr. Aber ich würde sagen, ich mag ihn mittel. Natürlich ist er auch im Film und Buch vertreten. Bei Fili selber hat man halt irgendwie nicht so viele Szenen, zumindest nicht an. Wo ich mich spontan dran erinnere. Er hat halt im Gegensatz zu Kili, der ein Fernkämpfer ist, ist er halt ein Nahkämpfer. Die erste Szene, die man da einfällt, ist halt bei Beutels End, wie die beiden kommen, mit dem, ihr müsst Herr Beuteler sein. dann die Waffen ablegen, wo er kam mit seinen beiden Messern, mit dem Vorsicht, sie sind frisch geschliffen. Dann hatte man mit beiden noch die Szene im Nebelgebirge, wo sie von Thorin so ein bisschen eine von Latz kriegen, weil sie sich halt über einen Ork-Überfall oder Ork-Überfälle zumindest zum Teil lustig machen, weil sie einfach zu jung sind. Das ist das, wo Balin dann erzählt, die Rückblende mit der Schlacht um Azor-Ulvisa. Dann halt die drei Trolle mit halt den Zeichen, ne? Dreimal Shuhubi eine Schleiereule und so. Und ansonsten fällt mir bei Fili tatsächlich nicht viel ein. Was mir noch einfällt, ist halt die starke Bindung zu seinem Bruder. In Seestadt zum Beispiel, wo er sich ganz klar gegen Thorin ausspricht. Thorin wollte, dass Fili mit zum Erebor kommt. Aber er wollte bei seinem Bruder bleiben. Und Kili konnte in dem Moment nicht zum Einsamen Berg aufgrund seiner körperlichen Verfassung. Das fand ich von Fili sehr stark. Ja, und sein Tod. Sein Tod durch Azog. Weil die Brüder ja als Späher vorausgegangen sind, sich getrennt haben und Fili in eine Falle gelaufen ist. Wie bei Kili ist schon ein trauriger Tod,
Bei Thorin habe ich gestern natürlich die Todesszene vergessen, leider. Ist schon ein trauriger Tod. Aber wie, glaube ich, schon damals bei der Tierliste zu Thorin & Company gesagt, fand ich den traurigsten tatsächlich von Thorin, und Fillys Tod wäre da auf Platz 3. Also Kili wäre Platz 2, Fili wäre Platz 3. Ansonsten fällt mir halt bei Fili tatsächlich nicht so viel ein, muss ich sagen. Das heißt, ich würde sagen, er ist in Ordnung. Er ist auch gut gespielt. Ich mag ihn. Aber ich, also großartig finde ich ihn nicht. Nee. Übrigens, Balin setze ich auch hier auf gut. Auf exzellent, habe ich jetzt beschlossen. Großartig finde ich Fili nicht. Weil ich halt das Gefühl habe, dass mit ihm zu wenig Szenen sind. Ich finde ihn besser als zum Beispiel Gloin-Bombur oder Nori. Oder doch Ori. Aber bei Kili, also Kili würde ich sagen, hat mehr Szenen und ist ein bisschen wichtiger in der Story. Ich weiß auch nicht, ob ich Fili mehr mag. Das ist halt schwierig. Ich würde auch Fili mostly functional einranken und sagen, ja, das ist schwierig. Ich würde sagen, hierhin. Über beide unter Alfried. Weil ich halt auch bei Fili das Gefühl habe, wie gesagt, dass er mehr Szenen hätte haben sollen, die er halt irgendwie nicht so hat. Und deswegen, ja, kommt er hier hin. So, der nächste Charakter ist Frodo. Und Frodo ist ja in der Special, also ist ja in der Hobbit-Filmen auch jetzt nicht so krass drin. Im Grunde nur im ersten Hobbit-Film. Wo man halt den alten Bilbo sieht, wo halt ein bisschen die Parallele ist die Gefährtenteile halt, mit den Einladungen, wegen der Geburtstagsfeier, also wegen dem 111. Geburtstag, wo er auch Bilbo so ein bisschen anspricht, dass Bilbo als wunderlich gilt, irgendwie komisch in letzter Zeit ist. Ähnliches, ich glaube, er hat da auch mit Gandalf zu tun. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Das könnte auch vom Herr der Ringe gewesen sein. Aber auf jeden Fall schlägt es halt da den Bogen, dass er halt sagt, er will Gandalf entgegengehen, er will ihn überraschen. Das war auf jeden Fall da. Und ja, Frodo, ihr wisst, ich bin kein Fan vom Film Frodo. Das wissen die Leute, die die Herr der Ringe-Tierliste gesehen haben. Den Buch Frodo mag ich wesentlich mehr als den Film Frodo. Und bei den Hobbit-Filmen ist das nicht anders. Ich würde nicht sagen, dass er ein schlechter Charakter ist, aber ganz ehrlich, wahnsinnig wichtig in den Hobbit-Filmen war er natürlich nicht, weil er war da einfach keine Hauptfigur, nicht wie es im Herr der Ringe der Fall ist. Ich würde sagen inoffensive. Ich würde sagen inoffensive, weil also für mich fühlte sich Frodos Auftritt fast wie so ein Cameo-Auftritt an. Das könnte man bei anderen Figuren auch sagen, wie zum Beispiel Elrond und Co. Aber die hatten in meinen Augen mehr Einfluss auf die Geschichte als ein Frodo. Deswegen inoffensive. Weil schlecht oder schrecklich finde ich ihn nicht. Aber halt höher auch nicht. Ich würde sagen, hierhin über Ori und unter Troa. Denn Troa ist für die Story zumindest am Anfang irgendwie wichtiger und ich finde auch irgendwie einprägsamer als Frodo. Und bei Ori, wie gesagt, da hatte ich halt gestern schon das Problem und auch heute. Ich erinnere mich da nicht wirklich an wichtige Szenen von ihm. Außer halt mit der Steinschleuder. Das ist aber nicht viel. Deswegen, ich sehe da nicht so viel. Deswegen ist er halt einfach hier. So, als nächstes kommt einer der drei Trolle, der gute Bert. Ich glaube zumindest, dass es Bert ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, welcher Troll welcher ist. Da muss ich tatsächlich dann auch wahrscheinlich ein bisschen raten bei der Beschreibung. Aber ich glaube, es ist Bert. Er ist der Koch auf jeden Fall. Das sieht man hier auf dem Bild auch. Derjenige, der den Eintopf macht. Er ist, denke ich, auch der klügste der drei Trolle. Also die drei Trolle sind ja alle nicht, zumindest keine Intelligenzbestien. Aber ja auch nicht völlige Trottel im Film, was ich sehr gut finde. Also zum Beispiel, dass sie gemerkt haben, dass halt Bilbo die Trolle so ein bisschen veräppeln will, halt mit dem Thema mit den Würmern.
dass sie gemerkt haben, dass sie nur wollte, dass sie die Zwerge laufen lassen. Die Trolle sind keine kompletten Idioten. Das finde ich ganz gut. Aber Bert erscheint mir wie der Klügste. Weil er ist auf jeden Fall der von den Trollen, der so ein bisschen die Befehle gibt, der halt zu denen sagt, setz dich hin, halt die Schnauze. Und wie gesagt, der halt zumindest die Suppe macht. Und naja, wir wissen, Essen hält am Leben. Also hält er irgendwie den Haufen am Leben. Ich würde ihn als den Anführer sehen von den drei Trollen. Ansonsten kann man bei ihm nicht viel sagen. Man kann ja zu den drei Trollen allgemein nicht so massig sagen. Ihr wisst, ich mag diese Szene. Das habe ich zum Beispiel gesagt bei der Edamot, bei Nebelgebirge, also bei dem letzten Zeit. Ich mag diese Szene, ich finde die Trolle sehr gelungen, aber charakterlich kann man halt zu denen nicht viel sagen, weil die Szene ist halt relativ kurz. Außer dass mir Bert, wie gesagt, wie der vernünftigste der drei Trolle erscheint und wie der ruhigste auch tatsächlich. Ja, so würde ich ihn beschreiben. Deswegen viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Ich finde die drei Trolle ziemlich gut. Schurken, weiß ich nicht. Sie sind, finde ich, nicht lang genug da, um Schurken zu sein. Sie sind Gegner, insofern, dass sie halt die Tone Company durchaus töten wollten, halt essen wollten, beziehungsweise zu Sülze zerquetschen. Aber ich würde sie jetzt nicht als Schurken sehen, eher so als quasi Wegeshindernis, was man überwinden muss zum Überleben. Ich würde sie als mostly functional tatsächlich hier einordnen, weil das Problem der drei Trolle ist halt, es ist egal, welcher von den drei Trollen, das Problem ist halt, die drei Trolle kommen einfach alle nicht sehr lange. Und das macht sie ein bisschen schwächer als andere Figuren, in meinen Augen. Deswegen mostly functional. Ich finde sie trotzdem gelungen, deswegen sind sie nicht inoffensive, bad oder terrible. Ich würde sagen, unter Fili über Bayen. Wie gesagt, Bayen finde ich die Rolle ein bisschen aufgebauscht. Also gerade das Thema mit mal Bo schnell als Bogensinne herhalten, um Smaug zu töten. Habe ich ja gestern schon gesagt, dass ich das nicht so mag. Deswegen, ja, da finde ich die drei Trolle cooler und also Bert finde ich den besten Troll. Das kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Ich weiß noch nicht, wo ich die anderen beiden einordne. Bei dir beiden anderen sind hier auch, aber Bert finde ich den besten Troll. Als nächstes der Großorg. Das würde ich als Schurken sehen. Natürlich, auch hier könnte man argumentieren, dass er nicht sehr lange auf der Bildschirmfläche ist. Dass er ähnlich wie jeder Trolle einen eher kurzen Auftritt hat. Aber er ist bedrohlich. Ich finde ihn bedrohlicher als die drei Trolle. Denn zum einen, er ist riesig. Gut, der Name sagt das schon, aber man sieht es im Film. Er ist riesig. Da sind zwar sonst nur kleine Individuen, also die Zwerge, die verkrüppelten Orks und Bilbo, abgesehen von Gandalf natürlich, sind halt nur kleine. Aber selbst gegenüber Gandalf, finde ich, wirkt der Großorg riesig. Oder zumindest groß. Ich mag den Großorg. Ich mag die kurze Gesangseinlage, die man in der Special Edition hört. Ich mag das Verhör der Zwerge. Ich mag sein eindeutiges Entsetzen bzw. Wut, die man sieht bei Beißer und Schläger, also bei Glamdring und Orcrist. Das finde ich einfach eine sehr gute Präferenz zum Buch, wo er halt auch erst Angst hat und dann einen Wutanfall kriegt. Ich mag auch sein Aussehen, weil die Orkstadt-Orks sind ja alle so ein bisschen, wie gesagt, alle so ein bisschen verkrüppelt, alle so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ob sie degeneriert sind, aber so ganz körperlich gesund sind die ja alle nicht und der Großorg halt auch nicht. Er ist halt total fett. Er hat halt sein weites, ja, kann man es Kinn nennen? Keine Ahnung. Also sein sehr weites Gesicht, seinen recht, also wirklich fetten Bauch. Und dann als Waffe diesen Stock mit dem, ja, weiß nicht, was das für ein Schädel oben ist. Vielleicht ein Hirschschädel oder ein Rehschädel. Also es war ja irgendwie ein gehörnter Schädel. Der passt irgendwie gut zu ihm. Auch die Krone finde ich gelungen, wenn man es der Krone nennen kann. Und ich mag auch seine Stimme im Deutschen und Englischen. Die ist auch sehr schön. Er ist halt ein Feigling auch ein bisschen. Das muss man halt sagen. Aber doch finde ich einen gelungenen Schurken. Finde ich respekteinflößender als Schurke als zum Beispiel Alfred.
Muss ich ganz ehrlich sagen. Und würde ich halt auch eher als Schurke einsetzen als die Trolle, weil die Trolle bleiben nur kurz und werden dann versteinert. Man weiß, die bleiben dauerhaft versteinert, während der Großorc zumindest Azog verständigt hat und damit er durchaus letztendlich eine Bedrohung ist, die man, also zumindest eine indirekte Bedrohung. Ich hätte mir auch beim Großorc ehrlich gesagt ein längeres Auftreten gewünscht, mehr Szenen gewünscht. Das tut ihn ein bisschen runter, deswegen ist auch er nur im Mostly Functional. Er hätte cooler sein können, aber ja, im Mostly Functional bleibt er und ich würde sagen, da kommt er. Ich würde sagen, da kommt er über Alfred, also zwischen Alfred und Tranduil. Weil ich ihn einfach ernst nehmen kann als Alfred. Tranduil finde ich als Charakter nochmal ein bisschen besser, ein bisschen deutlicher, gerade mit den guten und Schattenseiten. Und Tranduil hat auch mehr Screentime. Klar, dass er dann gewisse Vorteile hat gegenüber dem Großorc. Aber tiefer würde ich den Großorc nicht stellen. Ich finde den Großorc einen coolen Charakter. Muss ich ehrlich sagen. So, der nächste Charakter, Azog. Im Grunde der Schurke in den Hobbit-Filmen, der Antagonist. Ist, ja, Filmerfindung kann man so nicht sagen. Denn im Buch wird er ja zumindest erwähnt, als eben Vater von Bolg, als eben erschlagener Ork bei der Schlacht von Azor Ulvisa. Der Punkt ist nur, im Film wurde er bei der Schlacht nicht erschlagen. Thorin ging davon aus, aber er wurde es nicht. Azog ist halt, ist schon stark. Ist schon stark. Gerade im ersten Teil ist das der Gegner der von Thorin und Company, der denen immer auf den Fersen ist, der ja teilweise kein Problem damit hat, seine eigenen Leute hinzurichten, weil er halt keine Ausreden hören will, weil er den Kopf des Zwergenkönigs haben will. Ich erinnere mich da gut an die Szene, wo gerade noch so der überlebende Ork zurückkam, weil die restlichen halt von den Bruchtalreitern gekillt wurden. Und was macht Azog? Er wirft ihn seinen Wagen zum Fraß vor. Das ist schon auch sein Aussehen, der weiße Ork mit dem weißen Wag, ist halt auch sehr einzigartig im Film. Fällt schon auf. Und dann im zweiten Teil seine Unterredung mit Sauron, wo er ja gar nicht glücklich ist, dass er halt gezwungen ist, die Jagd auf Thorin ja abzubrechen im Grunde. Dann sein kurzer Kampf mit Gandalf, den ich vorher schon erwähnt habe. Und im dritten Teil als Kommandierender der Orkheere, wo er auch eine gute Figur macht, finde ich. Seine Kämpfe finde ich auch ziemlich gut. Auch den letzten Kampf gegen Thorin. Wobei der finde ich, der schwächelt. Also der Kampf auf dem See. Der finde ich, der schwächelt, weil da finde ich Azogs Waffe einfach dumm. Also diese Keule. Die finde ich einfach dumm, tatsächlich. Die Waffe ist ja auch so ein bisschen daran beteiligt, dass er gestorben ist, weil durch die Waffe ist er ja ins eiskalte Wasser gefallen, weil einfach das Gewicht ihn quasi ja, ins Wasser gezogen hat. Ja, ich weiß, er war da noch nicht tot, aber dennoch, es hatte ein bisschen schon mit seiner Niederlage zu tun. Und ich meine, gerade im ersten Teil. Thorin gegenüber wirkt er echt unaufhaltsam. Wie gesagt, im zweiten Teil, Gandalf macht da schon auch ein bisschen Probleme. Gandalf muss ja fliehen zumindest in der Special Extended mit Thrall zusammen. Und im dritten Teil als Ork-Kommandant, er ist nicht dumm. Der bleiche Ork ist ein sehr intelligenter Ork, also zumindest für Orks. Man muss ja das immer im Verhältnis sehen. Er ist nicht dumm, also gerade, dass er sich bewusst zurückgezogen hat, dass er wusste, dass Thorin Filikidi kommen, dann eben die Befehle, die er während der Schlacht gibt, die verschiedenen Hornsignale und so, wo man merkt durchaus, dass Azog ein Taktiker ist. Ich finde ihn cool im Film. Ich finde ihn sehr cool im Film. Wie schon gestern gesagt, finde ich ein bisschen schade, dass die Rolle des Super-Orks, in Anführungszeichen, aufgeteilt wurde auf Bolg und Azog. Also das, was im Buch nur Bolg ist. Aber ich mag Azogs Rolle im Film. Ich finde halt, wie soll ich sagen, wenn Azog Bolg gewesen wäre, also halt auch vom Namen her, hätte ich es besser gefunden. Also dass man quasi einfach den Namen Azog nicht nochmal verwendet, sondern wenn man halt hier den Azog als Bolg genommen hätte. Das hätte ich cooler gefunden und der hätte ja auch einen Grund,
gehabt, die Zwerge zu jagen, eben aus Rache für seinen Vater, der eben von der Stadt von Asmodisa starb. Klar, das war im Original Dain, aber hier im Film wäre es ja Thorin gewesen und das hätte man ja durchaus nehmen können, dass er halt trotzdem Rache haben will. Das hätte durchaus gepasst. Ich würde auch Azog tatsächlich in Exzellent reinpacken. Aber unter Thorin, unter Bilbo und unter Balin. Die drei mag ich schon noch mehr. Aber ansonsten ist Azog für mich ein exzellenter Schurke. Ich kann mich jetzt spontan nicht an schlechte Szenen mit ihm erinnern, außer halt, wie gesagt, das Thema der Waffenwahl im Endkampf mit Thorin auf dem zugefrorenen See. Die fand ich halt nicht so geil. Seine Schwerthand finde ich tatsächlich auch nicht so geil. Also ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn das wirklich, wurde der Arm abgeschlagen und wenn es halt wirklich so ein abgeschlagener Arm geblieben wäre ohne Waffe. Ich finde, Azog braucht keine zwei Arme zum Kämpfen. Also zumindest nicht der Film Azog. Das hätte ich irgendwie cooler gefunden, als da eine Waffe drauf zu stecken. Aber ja, exzellent, passt ganz gut. Und perfekt würde ich ihn nicht reintun, aber hier finde ich, passt da gut. So, der nächste Charakter ist Legolas. Im Hobbit für den Film erfunden. Ja, natürlich ist eine Buchfigur, kommt aber im normalen Hobbit-Buch nicht vor. Ja, weiß ich nicht. Bei Legolas habe ich das Gefühl, das ist Fanservice, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das Gefühl, Legolas, ähnlich wie bei Tauriel, ich habe das Gefühl, Legolas hätte es nicht gebraucht. In meinen Augen hätte Thranduil alleine gereicht, weil Legolas ist im Film irgendwie für mein Gefühl, sagen wir mal, nicht so wichtig, wie er sein sollte, wenn man bedenkt, was für ein Name das ist, was für ein Charakter das ist. Deswegen kommt er mir so ein bisschen wie Fanservice vor. Er ist halt im Hobbit-Filmen noch klassisch Gegenzwerg. Im Gegensatz zu Tauriel, die ja recht schnell quasi von Kontra auf Pro wechselt, dauert es bei Legolas länger, aber er lässt sich von ihr überzeugen. Es gibt halt, wie ich schon gestern bemängelt habe, dieses Liebesdreieck zwischen ihm, Tauriel und Kili, weil er ist verliebt in Tauriel, das merkt man öfter, ziemlich deutlich sogar, während er Kili halt deswegen überhaupt nicht mag, weil einfach da die Bindung ist zwischen Tauriel und Kili. Er beschützt Tauriel gegen seinen Vater bei der Schlacht von Fähre. Das war eigentlich eine starke Szene. Legolas hat allgemein ein paar starke Szenen. Also gerade seine beiden Kämpfe gegen Bolg finde ich zwar stark, aber ja, ist so ein Halb-Halb. Ihr wisst ja, das Thema mit dem zum Bluten bringen. Wie gesagt, im Herr der Ringe hat Legolas halt nie geblutet. Dass er im Hobbit plötzlich wegen einem auch blutet. Oder Uruk eventuell, weiß ich nicht. Ansonsten, ja, ist halt noch das Thema mit seiner Athletik, wie halt auch in den Herr der Ringe Filmen, sowohl in Seestadt als auch bei der Verfolgung der Zwerge in den Fässern auf dem Waldfluss, merkt man das halt sehr deutlich. Und auch im Endkampf merkt man das einfach sehr deutlich. Da hilft er ja auch den Zwergen teilweise, also Thorin zum Beispiel. Oder sie helfen sich gegenseitig, meine ich. Weil da gingen Legolas ja einmal die Pfeile aus, kann ich mich erinnern. Da haben sie sich gegenseitig ein bisschen geholfen. Ich finde, versteht mich nicht falsch, ich finde Legolas eine coole Figur, auch in den Hobbit-Filmen. Mein Problem ist halt, ich habe das Gefühl, es ist Fanservice. Ich habe das Gefühl, er hätte nicht in den Hobbit-Filmen sein müssen und ist nur drin, weil, ja. Die Filmemacher wussten, dass viele Legolas sehr mögen. Dieses Gefühl kriege ich halt leider nicht so recht los. Deswegen, wo tue ich ihn rein? Ich schwanke gerade zwischen Mostly Functional und Inoffensive. Ehrlich gesagt, höher sehe ich ihn aus dem benannten Grund nicht. Ich würde sagen Inoffensive. Ich würde sagen Inoffensive an den Anfang, also vor Nuri, aber nicht höher. Wie gesagt, ich habe einfach das Gefühl, Legolas hätte es im Film nicht gebraucht. Ich habe das Gefühl, für eine Person seiner Wichtigkeit hat er zu wenig Screentime. Und ich habe das Gefühl, dass er hätte wichtiger sein müssen, allgemein. Mehr Ausschlag auf die Geschichte haben müssen. Auch das Endgespräch mit ihm und Thranduil gefällt mir nicht ganz so.
Also das Endgespräch, wo die beiden Worte wechseln, wo er ja dann einen Mann namens Streicher suchen soll und so. Das passt halt auch logisch nicht. War zwar eine nette Referenz, aber es passt halt auch logisch nicht. Und weiß ich nicht. Da hätte man mehr. Ich finde, man hätte aus Legolas einfach mehr holen können. Deswegen inoffensive. So, der nächste Charakter ist Dori, ein weiterer Zwerg aus Thorn und Kompanie. Aber auch über Dori kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. Über Dori kann ich sagen, dass er recht kräftig ist, dass er ein bisschen kulturell ist. Also zum Beispiel in Hobbingen fällt mir die, also in Bordelsen fällt mir die Szene ein mit dem Glas Rotwein für Gandalf, wo er ihn erst zum Tee halt überreden wollte, aber Gandalf wollte einen Rotwein mit fruchtigem Bouquet. Das gefällt mir bei Dori ein. Auch in Bruchtal fällt mir das ein, wo er Ori dazu bringen will, zumindest zu probieren. Das war diese Nein, grünes Essen mag ich nicht Szene, wo er anscheinend jetzt nicht so abgeneigt gegenüber den Elben ist. Das fällt schon auf bei Dori, finde ich. Dann halt bei der Szene in den Bäumen wäre Dori fast abgestürzt. Da bleibt er ja im Grunde, stürzt nur nicht ab, weil Gandalf halt mit dem Stab den Stab noch weiter tiefer senken kann und Dori ihn festhalten kann. Gerade so lange, bis halt die Adler kommen und sie auffangen. Ansonsten weiß ich gar nicht so viel von. Also fällt mir jetzt gar nicht so viel spontan von Dori ein. Nee, spontan kommt mir sonst nicht viel. Ich würde ihn auch auf jeden Fall für eine okay Rolle halten. Aber jetzt. Also keine krasse Rolle. Ich würde auch bei ihm sagen, inoffensive hinter Legolas. Vor Noriel, hinter Legolas, weil Legolas ist einfach nochmal ein bisschen wichtiger in der Story. Zumindest nach meinem Gefühl. Und wie halt auch bei anderen Zwergen aus Thorn und Kompanie, finde ich, dass man auch bei Dori hätte mehr machen können. Weil ganz ehrlich, nur wenige von den 13 Zwergen haben wirklich viele Szenen. Also Thorin hat viele Szenen, Balin, Dwalin haben einige Szenen, Filikili dann noch, aber der Rest der Zwerge irgendwie nicht, also nicht viele. Natürlich einige schon, aber also für mein Gefühl nicht viele. Deswegen, ja, ist Dori nur hier und nicht höher. So, der nächste Charakter ist Train, Thorins Vater. Auch ein Charakter, den ich durchaus mag. Auch ein Charakter, wo ich finde, er hat zu wenig Screentime. Gerade im normalen Film. In der Special Extended Edition mehr Screentime. Aber gerade im normalen Film, finde ich, hat er zu wenig. Also man sieht ihn halt ganz am Anfang, quasi im Vorspann, vor dem Fall Erebors. Da ist er natürlich bei seinem Vater, also bei Troa, beziehungsweise bei seinem Sohn Thorin. Dann sieht man ihn in der Schlacht von Azor Ahai, zumindest in der Extended Edition, wo er sich bewusst Azog stellt, weil er nicht möchte, dass Thorin halt auch stirbt. Also da wollte Thorin mit ihm kämpfen. Der sagt ganz klar, Azog der Schänder will uns alle umbringen. Du bleibst hier. Den Kampf verliert Thrain ja. Da wird ihm ja auch der Ring abgeschnitten. Ja, und dann halt in Dol Guldur. In Dol Guldur, wo er halt den Verstand verloren hat. Wo er zuerst Gandalf angreift, weil er völlig wahnsinnig ist. Gandalf kann ihn dann heilen von dem Wahnsinn. Und er erzählt halt so ein paar Dinge. Also da sieht man halt auch, dass der Ringfinger abgeschnitten ist. Man weiß ja auch, dass von ihm halt Karte und Schlüssel stammen. Das sagt Gandalf ja auch im Film in Bortles End, wo er Thorin die Sachen übergibt. Und da wird er ja durch Sauron getötet. Zumindest eben in der Special Extended. Während Gandalf versucht, also zumindest gegen Azog kann er ihn beschützen. Aber ja, gegen Sauron nicht. Er wird von einem dieser schwarzen Arme von Sauron gepackt und gekillt. Ein ziemlich krasser Tod, finde ich tatsächlich. Da waren sie, glaube ich, seine letzten Worte: sag Thorin, dass ich ihn geliebt habe oder so. Das war dann, wo Gandalf gesagt hat, das wirst du ihm selber sagen und dann stirbt er. Das ist schon tragisch, finde ich. Auch wenn man es halt in der normalen Version leider nicht hat. In der normalen Version fällt da Train halt leider raus. Ich finde auch den Wahnsinn bei ihm cool und auch das Aussehen. Er wirkt ja da so schon sehr verwildert im Vergleich zu früher. Aber das finde ich passend. Das zeigt, wie schlimm es ist,
unter Saurons Folter zu stehen. Das zeigt, wie schlimm es ist, an einem Ort wie Dol Guldur gefangen zu sein, wie einen das auszehrt, sowohl eben geistig als auch optisch. Und deswegen finde ich das passend. Gerade für einen eigentlich stolzen Zwerg wie Traim, dass er so in Anführungszeichen so tief sinkt, doch gefällt mir. Ja. Inoffensive oder mostly functional ist hier wieder die Frage. Höher sehe ich ihn nicht, weil, wie gesagt, Traim kommt sehr, sehr wenig. Was ich sehr schade finde. Weil ich mag den Charakter im Film. Ich würde ihn unter Mostly Function erstellen. Ich finde ihn sympathischer als Legolas, weil Legolas ist im Hobbit-Film zumindest zeitweise ein ziemliches Arsch, finde ich. Oder vielleicht nicht ziemliches Arsch, aber er ist halt einfach doch sehr feindselig gegenüber der Zwerge und wie gesagt, bei Legolas habe ich einfach das Gefühl, man könnte aus ihm viel mehr rausholen. Das ist ähnlich wie bei Bolg und Beorn, die ja hier relativ weit unten sind. Deswegen mache ich unter Mostly Functional ebenfalls über Bein. Über Bert weiß ich nicht. Also unter Kili auf jeden Fall, weil Kili ist einfach für die Geschichte wichtiger. Auch unter Bert. Die Trolle finde ich noch ein bisschen gelungener, aber über Bein. Also für einen Charakter, der sehr wenig vorkommt, eigentlich eine recht hohe Platzierung. So, als nächstes haben wir Tilda, das dritte Kind von Bart, die jüngste, die jüngere Schwester von Sigrid und von Bein. Aber auch über Tilda kann man irgendwie nicht viel sagen. Ähnlich wie über Sigrid, mit der wir ja gestern diese Tierliste angefangen haben. Sie ist halt die jüngste von den dreien. Sie ist auch jemand, der sich wundert über die Zwerge, die ja relativ plötzlich reinkommen. Ansonsten versucht sie sich gegen die Orks zu wehren, die halt, wenn sie, also Volksorks, die in Seestadt angreifen, die Kili töten wollen. Schreit aber auch teilweise rum. Was man aber verstehen kann, weil sie ist halt noch relativ jung. Und der Schlacht auf dem Fähre kommt sie halt kurz vor. Diese ganze Wagenszene mit dem Troll, wo halt Bein versucht hat, seine Schwestern zu beschützen. Und sonst fällt mir bei Tilda ehrlich gesagt nicht so viel ein. Muss ich sagen. Ich glaube, sie hat ein bisschen assistiert bei Tauriel, bei der Heilung von Kili, aber da könnte ich mich irren. Absolut sicher bin ich mir da nicht, also nagelt mich nicht drauf fest. Ansonsten fällt mir bei Tilda nicht viel ein. Deswegen, auch bei ihr, sie macht halt irgendwie nicht so viel. Deswegen würde ich auch sie in Inoffensive stellen. Sie ist mir nicht direkt unsympathisch, aber sie macht halt nicht so viel. Ich würde sagen unter Sigrid. Lieber Bolg und Beorn, weil die beiden haben mich halt im Film enttäuscht. Aber unter Sigrid, weil wie gesagt, wirklich wichtig erscheint sie mir nicht. Sie macht irgendwie nicht so viel und sie ist halt auch für den Film erfunden. Deswegen, ja. Nur hier. So, der nächste Charakter ist Bifur, ein weiterer Zwerg aus Thorn & Company. Doch zu Bifur lässt sich nicht viel sagen. Bei Bifur kann man sagen, wie man halt schon sieht, ist er der Zwerg mit Axtblatt im Kopf, der ganz charakteristische, der einzige Zwerg, der nur Zwerge spricht. Das merkt man im Bottoms End sehr schön, weil Gandalf versteht ihn, aber es ist halt eindeutig kein Westron, keine normale Sprache. Es muss deswegen das Khuzdul, also das Zwergisch sein. Und ja, sonst fällt mir bei Bifur halt noch die sympathische Axtblatt-Verlier-Extended-Szene ein, wo Bombo auch spricht. Ah, verdammt. Ja, ich habe gestern gesagt, Bombo redet nicht. Aber es stimmt schon, im Originalfilm glaube ich nicht. Im Originalfilm fehlt ja auch die Szene, wo er eben das Axtblatt verliert. Aber sonst, ja, weiß ich nicht. Ist auch bei Bifur nicht besonders viel. Ich überlege gerade, ob mir noch was einfällt. Nee, ich glaube, sonst ist bei ihm nichts. Deswegen würde ich auch bei ihm sagen, inoffensive. Weil, ja, wie die anderen Zwerge, die halt jetzt eher weniger bekannt sind von Thorn & Company, irgendwie nicht so viel, was man halt da an Aussagen hat. Weiß ich nicht. Das Einzige, was mir bei ihm als Einstellungsmerkmal auffällt, ist halt, dass er meistens, wenn er mal spricht, Zwergisch, also Khuzdul spricht. Was die anderen Zwerge nicht tun. Wegen der Axtblatt-Szene würde ich sagen, er kommt hierhin. Zwischen Nori und Bombur. Aber höher nicht.
höher nicht. Die anderen Charaktere finde ich besser als ihn. Kommen wir zum nächsten Charakter, Saruman. Ebenfalls für die Hobbit-Filme erfunden, natürlich. In Herr der Ringe taucht er auf, aber im Hobbit-Buch normalerweise nicht. Bei Saruman muss ich sagen, fand ich cool, dass er vorkam. Also bei einigen anderen habe ich ja schon gesagt, Legolas zum Beispiel oder anderen Charakteren, die eigentlich im Hobbit-Buch nicht vorkommen, bin ich eher so mittelmäßig. Teilweise auch bei Galadriel und Elrond, die ich gelungener finde, aber trotzdem auch da eher mittelmäßig. Bei Saruman finde ich cool, dass er drin ist. Ich mag die weiße Ratsszene. Ich mag, wie man da Sarumans Einfluss merkt, wie er da auch versucht, einfach die anderen abzubringen, vom gegen Dol Guldur vorgehen, gegen den Nekromanten vorgehen, vom die Probleme kleinreden, also gerade mit der Mogulklinge, wo es ja keinen Beweis gibt, seine Abscheu gegenüber Radagast kommt da auch sehr, sehr schön. Das finde ich auch eine gute Sache, weil die ist bei Saruman einfach sehr markant, dass er ja durchaus einigen Personen sehr abfällig gegenübersteht. Gandalf zum Teil, Radagast auf jeden Fall und einigen anderen auch. Klar, Herr der Ringe kommt das mehr, aber man merkt es halt auch im Hobbit ein bisschen. Den Kampf des Weißen Rates in Dol Guldur gegen die Nazgul fand ich Saruman auch sehr cool, muss ich sagen. Gerade das Ende. Gerade das Ende, wo Elrond nochmal versucht, auf Saruman einzureden, dass halt Sauron aufgehalten werden muss, dass Gondor gewahrt werden muss und Saruman halt wieder abwiegelt, so ein bisschen. Oder sagen wir, ablenkt. Ich glaube, ablenken trifft es eher, weil halt Galadriel da so stark geschwächt war, dass er da eben gesagt hat, ja, bringt sie nach Lothlorien, sie hat viel von ihrer Kraft verbraucht. Und überlasst Sauron mir. Das war, ich finde einfach diesen Stimmenwechsel von Saruman da so sehr schön. Dass er einfach milde sprechen kann und dann aber dieses überlasst Sauron mir. Was ja überhaupt nicht milde ist. Das passt irgendwie gut zusammen. Man merkt sowas auch im Weißen Rat, wo er Gandalf begrüßt, ist das ja fast freundlich. Also mit dem von wegen, ja, ich hörte, du bist recht untriebig, mein Freund. Wo er auch so ein leichtes Lächeln hat. Aber in der Ratssitzung halt dann wieder ganz anders. Also, dass da so ein bisschen mit Saruman Stimme gespielt wurde, finde ich schon schön. Auch wie er Dol Guldur reinkommt mit dem, benötigt ihr Hilfe, Frau Galadriel? Finde ich auch schön. Ich fand auch Elronds Auftritt cool, aber Sarumans Auftritt, wie er da einfach so reinkommt, wie in die Nazgul, er kriegt sie zwar mit, er schaut sie ja dann auch an, aber sie scheinen ihn nicht so wirklich zu interessieren. Das passt gut zu Saruman, finde ich. Zu seinem doch übertrieben hohen Stolz. Einfach diesem, ja, mir kann eh keiner was. Elrond war anders. Elrond hat halt gleich die Nazgul bedroht, mit von wegen, ihr hättet tot bleiben sollen. Deswegen doch Sarumans Auftritte. Ich muss sagen, auch von Saruman hätte ich mir mehr Screentime gewünscht. Weil ich finde ihn gelungen im Hobbit, muss ich echt sagen. Ich weiß nicht, ob man ihn da als Schurken sehen kann, weil ja, es ist vielleicht wie bei Tranduil. Halb Held, halb Schurke. Natürlich, man weiß vom Herr darin geschoren, dass Saruman ein Verräter ist. Aber er macht halt Tatsache im Hobbit auch einige Sachen gut. Also zum Beispiel eben in Dol Guldur gegen die Nazgul kämpfen. Das ist keine schlechte Tat. Also wenn man die Herr der Ringe, jemand, der nicht so ein Herr der Ringe ist, würde ich sagen, wüsste nicht unbedingt, nur wenn er den Hobbit sieht, dass Saruman ein Verräter ist, finde ich. Vielleicht ein bisschen jemand, der halt vielleicht manches vertuschen will oder zumindest undurchsichtig ist, aber nicht unbedingt ein Verräter. Aber gerne eure Meinung in die Kommentare. Wenn man jetzt nur die Hobbit-Filme kennt und jetzt nicht so in Herr der Ringe ist, ob man dann Saruman wirklich für einen Verräter halten würde, weiß ich nicht. Also ich muss sagen, für mich ist der auf gut. Für mich ist der auf gut über den Bürgermeister unter Bart. Der Grund, warum er nicht höher steht, ist die wenige Screentime. Er kommt einfach wenig. Der Bart ist einfach wichtiger, kommt öfter. Azog zum Beispiel, der Schurke, ist auch beeindruckender als Saruman, ist halt so und kommt halt auch viel öfter. Smaug sowieso. Deswegen ist er nicht höher.
Aber wie gesagt, Saumans Auftritt im Hobbit finde ich einfach sehr, sehr cool. Und deswegen steht er zum Beispiel über Elrond und Galadriel. Wobei ich natürlich sa sagen muss, mich leicht verbessern muss, weil Elrond taucht ja im Hobbitbuch auf. Habe ich ja vorher genannt als für den Film erfunden. Ist ja nicht so, aber Galadriel ist im Hobbitbuch nicht. Deswegen, ja. Bin gespannt, wie ihr das findet. So, dann kommen wir zum zweiten der drei Trolle, zum guten Tom. Tom ist der dümmste der Trolle, würde ich sagen. Also hier sehen wir gerade die schöne Szene, wo er Bombo essen will, wo dann gerade Bilbo Bombo rettet, weil er halt sagt, ja, den könnt ihr nicht essen, der hat Würmer in seinen Gedärmen. Tom denkt halt irgendwie nur ans Essen. Also bei ihm merkt man das ganz deutlich. Wo die Trolle kochen, da ist er sehr ungeduldig. Da kommt er auch mit dem, ja, ich könnte noch irgendwas naschen. Und wenn ich mich richtig erinnere. Nee, das war Bill, der halt von Bilbo merkt, dass mit dem alle wieder laufen lassen, dass er denkt, dass sie Narren sind. Also Tom ist, würde ich sagen, der dümmste der drei Trolle. Der Troll, der, wie gesagt, nur ans Essen denkt und so ein bisschen unvorsichtig auch ist. Also im Kampf merkt man das. Wenn ich mich richtig erinnere, war nämlich Tom derjenige Troll, der da so ein paar Zähne verloren hat durch die Zwerge. Ich weiß nicht mehr welchen Zwerg, aber ich kann mich erinnern, dass da irgendwie mal Zähne geflogen sind. Und er ist auch derjenige, der am meisten auf die Nase kriegt von Bert. Gerade mit diesem Suppenlöffel und so. Genau, deswegen, wie gesagt, ich mag die drei Trolle, aber ich hätte es ja schon gesagt, Bert mag ich am meisten. Tom würde ich stellen tatsächlich unter Dreien über Bein, weil ich mag ihn lieber als Bein, aber Dreien finde ich besser. Deswegen, ja, kommt er hier rein. Dann der nächste Charakter ist Sauron, der Nekromant. Ja, hier ist wieder schwierig mit dem Thema erfunden, weil ja, natürlich kommt er im Hobbitbuch vor, aber halt nicht in Person. Er wird erwähnt, der Geisterbeschwörer, der Nekromant von Dol Guldur, er wird erwähnt, aber er taucht als Person nicht auf. Ist halt ein bisschen schwierig mit ihm. Wie vorher schon gesagt, seine Szene mit Azog, das Gespräch, finde ich sehr cool. Ich finde das cool mit der schwarzen Sprache. Ich finde das cool mit Sauron als schwarzer Schatten, der rumhuscht, wo man einfach merkt, er ist noch nicht zu voller Stärke aufgestiegen. Das mag ich. Seine beiden Kämpfe gegen Gandalf und Galadriel, ich habe es vorher schon erwähnt, die mag ich nicht so. Ich mag es nicht so, wie auf der einen Seite Gandalf problemlos fertig macht. Und auf der anderen Seite gegen Galadriel ziemlich armselig verliert. Das finde ich passt zu Sauron nicht. Ja, er ist geschwächt. Ja, er ist nur der Nekromant. Aber wie gesagt, ich finde, das passt zu Sauron nicht. Ansonsten sind bei ihm halt nicht so viele Szenen. Es ist halt dann noch das mit den Nazgûl in Dol Guldur. Es ist halt sein Wechsel mit halt dem Auge. Aber sonst kann ich mich bei Sauron nicht an so viele Szenen erinnern. Es ist schon cool, ihn im Hobbit zu haben. Also ich finde gut, dass sie den Nekromant eingebaut haben. Wenn da halt die beiden Kämpfe nicht wären. Wie gesagt, die hauen in meinen Augen ein bisschen den Nekromanten runter. Das ist mein Problem mit ihm. Er ist natürlich ein Schurke. Er ist ein guter Schurke. Aber Azog und Smaug finde ich die besseren Schurken als ihn, muss ich sagen. Und auch den Bürgermeister finde ich tatsächlich besser Schurken als ihn, weil Sauron halt zu wenig Screentime hat. Und wie gesagt, die beiden Kämpfe gefallen mir mit ihm einfach nicht. Der Großorc, würde ich sagen, ist kein besserer Schurke. Ob ich den mehr mag, überlege ich gerade. Ja, also ich würde Sauron auch im Mostly Functional einordnen, auf jeden Fall. Weil er ist nicht schlecht gespielt und ich finde es gut, dass er drin ist. Aber wie gesagt, die beiden Kämpfe mag ich nicht so sehr. Deswegen ist er nicht in Perfekt, Exzellent oder Gut. Die Frage ist, wo er im Mostly Functional kommt. Er ist ja doch ein sehr wichtiger Charakter. Als halt treibende Kraft hinter den Plänen von Azog, treibende Kraft hinter den Truppenbewegungen. Sein Plan finde ich auch ein bisschen seltsam, mit dem Angmar wieder stehen lassen, wie halt im Film der Plan ist. Das ist halt auch.
dass er deswegen den Erebor haben will, wegen der Lage. Ja, finde ich jetzt auch nicht so berauschend. Ich finde, wir kennen bessere Saurons als Pläneschmieder. Also mehr der Ringe zum Beispiel. Ich finde, selbst der Ringe der Macht Sauron hatte da einen besseren Plan. Und Ringe der Macht, wisst ihr, ist nicht unbedingt meine Lieblingsserie. Ja. Puhuhu, ich würde sagen über Alfred. Ich würde sagen über Alfred, aber unter den Großorg. Das ist, finde ich, sehr schwierig, weil natürlich ist er wichtiger als der Großorg. Er kommt auch länger als der Großorg. Aber ich muss sagen, ich finde die Großorg passender verkörpert in den Filmen. Passender in der Buchrolle. Das ist halt beim Nekromanten schwierig, weil, wie gesagt, er wird im Buch nur erwähnt. Er ist über Alfred und den Rest, weil er wichtig ist. Und weil das Gespräch ich mit zwischen ihm und Azog einfach sehr gut finde. Auch die Sätze, die er mit Galadriel wechselt, mit dem Ringgedicht und auch die Sätze, die er gegenüber Gandalf wechselt, die sind schon cool. Nur die beiden Kämpfe, wie gesagt, die hauen ihn für mich halt ein bisschen runter. Deswegen hierhin. Und dann kommen wir zum dritten der drei Trolle, dem guten Bill. Bill ist derjenige, der Bilbo entdeckt. Also es ist ja im Film ein bisschen anders als im Buch. Im Film will Bilbo ja die Ponys befreien und will an das Messer ran. Da gibt es ja die entsprechende Geldbörse nicht, die es im Buch gibt. Und Bill ist derjenige, der sich die Nase schneuzt. Und leider hatte Bilbo Pech und wurde geschneuzt. Weil er halt in dem Moment, ja, falsch war, am falschen Ort war. Bill ist, wie gesagt, auch derjenige, der bemerkt, dass Bilbo sie, wie gesagt, veräppelt, mit dem alle freilassen, wo er halt sagt, denkst du, ich weiß nicht, was du vorhast. Und ansonsten, er ist halt, ja, also er ist cleverer als Tom, aber ich würde sagen, weniger clever als Bert. Es ist halt schwierig bei den drei Trollen, weil da gibt es nicht so genau, also ich habe da keine genaue Unterscheidung gefunden, tatsächlich, welcher Troll welcher ist. Im Buch merkt man ja doch ein paar Charakteristiken, aber im Film sind die drei Trolle schon schwierig zu unterscheiden. Und deswegen, ich würde sagen, Bill ist ähnlich wie die anderen Trolle auch im Multifunctional. Über Tom würde ich sagen, weil cleverer. Wisst ihr was? Ich tue rein hierhin. Also vor Bert und Bill kommt zwischen Tom und Bert. Ich denke, das ist eine ganz gute Auflistung. Das erscheint mir ganz passend. Ja, so denke ich, passt das. Aber wie gesagt, viel kann man zu den drei Trollen halt sonst nicht sagen. So, der nächste ist Oin, ein weiterer Zwerg aus Thorin und Company. Oin ist derjenige, ist der Heiler der Gruppe. Und der Schwerhörige der Gruppe. Er ist derjenige mit diesem Hörrohr, was ihm in der Orkstatt kaputt gemacht wird, aber er hat es zum Beispiel in Bruchtal, wo er das Tuch ins Hörrohr tut, weil irgendwie ihm die Musik nicht ganz so passt und danach findet er sie aber ganz gut. Er ist auch sehr aufgeschlossen gegenüber den Elben, das merkt man in Seestadt, weil da ist er halt auch derjenige, der Kili verarztet, der aber nicht weiß, was man machen muss, der dann Tauriel auch lobt, so dass es ihm eine Ehre war, die elbische Heilkunst mit eigenen Augen zu sehen. Wenn ich mich richtig erinnere, auch derjenige, der das Attilas holt von den Schweinen, glaube ich. Und ansonsten gibt es auch zu Eulen nicht viel zu sagen. Außer, dass er halt recht aufgeschlossen ist, relativ freundlich ist. Und abgesehen von der Hörschwäche, die so irgendwie sonst keiner Zwerge hat, hat er auch nicht so viele Alleinstellungsmerkmale. Wie gesagt, außer halt, dass er der Heiler der Gruppe ist. Genauso wie Bombur der Koch der Gruppe war. Oder Nuri halt der eher, sagen wir, Zwielichtige. Ich würde sagen, auch Uri kommt auf Inoffensive. Und kommt über Dori. Unter Legolas, weil Legolas einfach wichtiger ist. Und man ihn auch aus dem Herr der Ringe kennt. Aber über Dori, weil, ja, bei Oin, also gerade sein Respekt gegenüber Tauriel, ist ja doch sehr ungewöhnlich. Finde ich nicht schlecht. Und macht ihn für mich schon so ein bisschen sympathisch. Ja. Der nächste Charakter ist Radagast.
Radagast ist natürlich auch im Hobbit-Buch nicht vorgekommen, deswegen auch für die Hobbit-Filme erfunden. Und ich denke, bei Radagast kann man sich streiten, ob man ihn mag oder ob man ihn nicht mag. Ich weiß, dass die meisten ihn nicht mögen, weil er ist halt ein sehr, sagen wir, eigener Charakter. Er ist sehr verpeilt, er ist sehr einzelgängerisch, er wirkt nicht so wie der, er wirkt einfach nicht wie Gandalf oder Saruman als Zauberer. Auch wenn er zu denen angehört, er wirkt einfach nicht so. Gerade mit dem Vogelkot am Kopf und dem Vogelnest auf dem Kopf. Das wirkt halt schon sehr speziell. Auch dass er halt wirklich sehr verpeilt ist, auch das Thema mit dem Pfeifenkraut. Aber Radagast ist doch wichtig. Im ersten Teil halt würde ich sagen, ist seine Hauptrolle, also keine Hauptrolle, aber ist seine wichtigste Rolle. Beim Heil des Igels, gleichzeitig das Vertreiben der Spinnen, dann halt in Dol Guldur, der kurze Kampf gegen den Hexenkönig und das Bringen der Morgulklinge an Gandalf. Der Roskubel-Kaninchenschlitten, den finde ich bei ihm richtig cool. Und ansonsten kommt er halt später noch, zum Beispiel ist er in den Feldhöhlen von Hodor, wo Gandalf halt gerade hingeht, wo er keine Ahnung hat, wie er da hingekommen ist. In der Special Edition kann ich mich an die Stabsszene erinnern, weil er halt Gandalf den Stab von ihm gibt, der wie gesagt kleine Mätzchen macht, was er aber auch sagt. Und am Ende sieht man ihn mit den Adlern, wie auch Beorn. Das heißt, er greift am Ende auch, ich würde sagen, passiv in die Schlacht der Fünf Heere ein. Ich mag Radagast. Ich persönlich bin ein Fan von Radagast. Ich bin auch ein Fan von seinem Charakter, von seiner verpeilten, sehr eigenen Art. Keine Ahnung. Ich verstehe, dass manche ihn nicht mögen, aber ich mag Radagast. Deswegen. Er ist gut dargestellt. Auch bei Radagast, ähnlich wie bei Saruman, ich hätte mir mehr Screentime gewünscht. Ich weiß ich nicht. Radagast kommt halt sonst nicht vor. Im Buch kommt er nur vor im Herr der Ringe, auch nur kurz. Im Hobbit wird er mal erwähnt von Gandalf, genauso wie er im Film erwähnt wird. Gegenüber Beorn halt. Und in den Herr der Ringe-Film kommt er nicht vor. Er hat halt irgendwie nur kurze Auftritte im Buch und Film. Und deswegen gefällt mir Radagasts Auftritt. Deswegen hätte ich mir mehr gewünscht. Er ist halt schon sehr eigen. Selbst Gandalf musste zugeben, dass Radagast seltsam ist. Aber diese eigene Art macht ihn für mich zumindest liebenswert, muss ich sagen. Das werden andere anders sehen. Für mich persönlich ist er durchaus liebenswert. Und deswegen würde ich ihn auf, ja, gut. Nee, mostly functional, aber unter Elrond und Galadriel, über Kiwi, also ziemlich hoch, wenn man auch bedenkt, dass auch Radagast nicht viel und nicht lange Auftritte hat. Aber das Weglocken von den Orks zum Beispiel mit den Roskuberg-Kaninchen war halt schon lustig irgendwie. Vielleicht nicht sehr cool, aber schon lustig. Ja, ich denke, da passt Radagast ganz gut rein. Für mich zumindest. Wie gesagt, andere werden das anders sehen. Ich kenne Leute, die können mit Radagast überhaupt nichts anfangen. Die hassen den Char im Hobbit-Film, weil die halt nur wie ein Hippie wirkt, der einfach kein Zauberer ist und der einfach nur nervt. Ich sehe das nicht so. Für mich ist er hier. So, der nächste Charakter ist der gute Gollum, den wir auch im Hobbit-Buch haben. Gollum finde ich sehr gut, weil er hat im Buch genau dieselbe Rolle wie im Film. Er ist halt bei Bilbo beim Rätselwettkampf. Die Rätsel sind im Film, finde ich, cool dargestellt. Auch dass er erst den Ork tötet und den Ring verliert, was man ja im Film sieht, finde ich auch sehr schön. Im Buch wird ja erwähnt, dass Gollum halt den Ring verloren hat, weil er vor kurzem ein Ork-Sprössling, also ein Ork-Kind, gefangen und getötet hat. Dass er dabei den Ring verloren hat, dass man das im Film so ein bisschen sieht. Ja, da war es kein Ork-Kind, aber trotzdem finde ich gut. Der Rätselwettkampf zwischen ihm und Bilbo mit den beiden Persönlichkeiten, also mit Gollum und Sméagol, ist sehr, sehr gut. Sein Wutanfall, also sein Draufkommen mit dem, was hat es in seinen dreckigen kleinen Taschen, auch gut dargestellt. Und auch diese kurze Szene, wo Bilbo ihn verschont, wo er ihn hätte töten können, aber ihn doch verschont und dann über ihn springt, ihn noch tritt beim Sprung und Gollum ihm dann noch nachbrüllt und halt Rache schwört.
aber ihm halt sich nicht traut zu folgen, wie es auch im Buch ist. Wie gesagt, Gollum ist gut dargestellt im Film und ich mag auch Gollum. Er ist ein Schurke, aber er ist halt kein kompletter Schurke, weil wir wissen es mehr. Gollum will eigentlich niemand, würde keiner Fliege was zuleide tun, aber die Gollum-Persönlichkeit halt. Ich würde sagen, exzellent. Ich würde sagen, exzellent, weil es einfach genau dieselbe Darstellung wie im Buch. Genau dieselbe. Natürlich kleine Details unterscheiden sich, weil er im Buch zum Beispiel die Orks sieht, die das Tor bewachen und so. Aber sagen wir mal, 90% der Buchszene sind im Film genauso. Ich würde Gollum auf Exzellent setzen. Und da Herzog muss ich gestehen, weil es ist einfach so, Gollum hat nur kurze Auftritte. Das ist einfach so. Er hat keinen langen Auftritt, man kann nicht viel rausholen. Da haben einfach die anderen vier exzellent längere Auftritte und mehr. Das ist einfach so. Aber nicht tiefer. Aber nicht tiefer. Gollum ist einfach im Film sehr gut dargestellt. Man merkt einfach schon auch einen Zwiespalt zwischen Gollum und Sméagol. Und es gefällt mir. So, der nächste Charakter ist Dain. Ja, die Leute, die mich kennen, die den Kanal länger verfolgen, wissen es, ich bin ein riesiger Dain-Fan. Auch vom Film Dain. Dain ist großartig. Dain rockt, finde ich. Werden auch andere anders sehen, aber ich finde Dain großartig. Gerade in der Special Extended. Auch in der normalen Film ist er einfach cool. Mit seinem Reiteber, mit seiner Zwergenarmee, mit seinen ganz klaren Aussprachen, wie er erstmal die Elben und Zwerge beleidigt, also gerade die Elben, gerade die spitzohrige Prinzessin, also Thranduil, und in der Special Edition halt die kurze Kampfszene zwischen Elben und Zwergen mit den Wirbelzwirbeln, großartig. Und auch seine Kämpfe dann gegen die Orks. Also wir wissen ja, im Film, die Zwerge sind die Ersten, die gegen die Orks stürmen. Mit dem in die Schlacht Zwerge Durins. Die Elben kommen ja später. Das ist einfach Fakt. Die Zwerge bilden erstmal die Verteidigungslinie. Auch dann sein Wutanfall, wo der Eber stirbt. Auch seine Verbundenheit mit Thorin, wo Thorin dann endlich auf dem Schlachtfeld kommt, wo er auch sagt, wir brauchen Thorin, wo ist er? Wo hast du es dann gesteckt? Und am Ende die Krönungsszene, die halt auch in der Extended Edition ist, mit den Beerdigungen, die fand ich auch bei Dain cool, auch wenn er da nichts sagt, aber die Krone gefällt mir einfach sehr. Ja, Dain ist großartig für mich dargestellt. Ist halt auch, es sind auch bei ihm nicht lange Auftritte, nicht viele Auftritte, aber das passt halt auch sehr gut zum Buch, weil im Buch ist Dain halt auch, er ist sogar länger im Film als im Buch, wenn ich mich nicht ganz erinnere. Er hat einfach im Buch nicht viele Auftritte, auch wenn er wichtig ist und auch wenn er vorkommt. Ja, ich würde auch sagen, Dain exzellent. Ganz ehrlich, Dain rockt einfach. Wie gesagt, Dain ist für mich eine der Lieblingsfiguren aus dem Film. Das ist so. Und ich würde ihn, ja, das ist jetzt schwierig. Ich würde ihn. Das Blöde ist halt, dass er so wenig, also dass er relativ wenig Szenen hat. Er hat mehr Szenen als manche andere, aber vergleichsweise mit einigen Figuren nicht so viele. Also ist überschaubar. Ich würde ihn. Oh, das ist schwierig. Doch, doch, ich setze ihn tatsächlich hier hin. Ich setze ihn tatsächlich. Nein, hier hin. Zwischen Bilbo und Balin. Weil Dain rockt. Weil Dain für mich einfach der coolste Zwerg in den Hobbit-Filmen ist. Er ist nicht höher, weil er so wenig Szenen hat. Aber ich finde, genau hier passt er gut rein. Ich kann es nicht mal genau erklären, aber ich finde ihn cooler als Balin, Azog oder Gollum. Auch wenn die wichtiger sind und auch wenn die mehr Szenen haben. Also bis auf Gollum. Gollum hat weniger oder höchstens gleich viel. Aber Balin und Azog haben auf jeden Fall mehr Szenen. Ich setze ihn trotzdem hier hin. Er ist einfach mein Lieblingszwerg in Hobbit. Und deswegen ist er so hoch. Ja, das passt. So, dann als nächstes und vorletztes haben wir den Goblin-Schreiber. Ja, zu dem habe ich wirklich einen Namen gesucht.
Das war der einzige, zu dem ich einen Namen gesucht habe. Ich habe keinen gefunden. Der einzige Eintrag, den ich gefunden habe, war Goblin Scriber, also auf Englisch. Und ja, das wäre auf Deutsch der Goblin Schreiber. Das ist der kleine Ork beim Großork, der Azog informieren soll wegen Thorin. Azog diejenigen hat, die gesucht, dass der Großork diejenigen hat, die gesucht werden. Es gibt ja auch ein Kopfgeld und so. Da soll ihn der Ork informieren. Er schreibt auch immer wieder so ein bisschen, also er ist wirklich so ein Schreiber, er ist wirklich so ein bisschen ein Nachrichtenschreiber. Man könnte vielleicht sogar denken, dass er vielleicht ein Übersetzer ist für Großorg. Das ist aber nicht ganz safe. Also ich habe bei ihm einfach in der Quelle mal gesehen. Die kann ich auch gerne verlinken. Und da gilt er tatsächlich als der Sohn des Großorgs, interessanterweise. Also ein verkrüppelter, kleiner Ork, der Sohn des, also das ist nicht, ich würde nicht sagen, dass es Tolkien getreu ist, weil der Goblin-Schreiber ist ja auch erfunden für den Film, den gibt es ja in den Büchern nicht. Aber er wird tatsächlich als Sohn des Großorks bezeichnet und eben, wie gesagt, als sein Schreiber, als sein Archivar und er steht da möglicherweise Übersetzer. Im Film ist halt nur das dahingehend wichtig, dass eben der Großork ihm den Befehl gibt, dass er den Schänder, den bleichen Ork, benachrichtigen soll, dass er halt Thorin hat. Dass er halt diejenigen hat, die der Schänder sucht. Wegen dem Thema Kopfgeld. Ansonsten taucht er nicht auf, was schade ist, weil dieser kleine Ork an dieser Bahn war irgendwie cool, war irgendwie was Eigenes. Es gibt ja einige eigene Sachen in den Hobbit-Filmen, gerade im dritten Teil, diese Trollkatapulte und so. Die finde ich nicht so geil, aber den kleinen Ork auf der Seilbahn, doch, doch, den mag ich schon. Ich würde ihn hier in Non-Character einordnen. Genauso wie den Hexenkönig. Er hat halt keinen Charakter. Er hat nur diese eine Miniszene, aber er hat keinen Charakter. Deswegen hinter dem Hexenkönig. Das heißt nicht, dass ich den Schreiber schlecht finde. Wie gesagt, ich finde ihn so ein witziges Extra, aber mehr ist er halt nicht. Er ist ein Extra. Er hat keine große Rolle, er hat keine Sprechrolle. Er kommt nur da ganz kurz vor und es ist wie so ein Easter Egg fast schon. Deswegen Non-Character, aber auch nicht irgendwie schrecklich oder bricht die Show oder sonst was. Ja, und zu guter Letzt haben wir noch Dvalin, den letzten Charakter hier von der Liste und damit auch den letzten hier von der Liste von Thorin und Company. Dvalin, würde ich sagen, ist wieder einer der wichtigeren Zwerge in Thorin und Company. Er ist sehr verbunden mit Thorin. Was mir spontan einfällt zum Beispiel ist das Einsetzen gegenüber Thorin bei Seestadt. Wegen halt, das ist nicht irgendwer, das ist Thorin, Sohn von Trein, Sohn von Thor. Was mir bei mir einfällt, ist diese sehr starke Szene, wo Thorin die Drachen geankert hat, wo er versucht auf Thorin einzureden und ihm halt mit dem Tod gedroht wird. Was mir bei ihm einfällt, ist, dass er Bart nicht besonders mag, den vorlauten Seemensch und auch die Elben nicht. Also gerade die Düsterwald-Elben nicht, aber auch gegenüber den Bruchtal-Elben war Dvalin nicht so freundlich. Und was mir sonst noch einfällt, ist, dass er halt der erste Zwerg ist bei Beutels End, der ja erstmal Bilbos Abendessen verzehrt, mit dem das ist gut, gibt's noch mehr. Ich mag auch Dvalin, weil Dvalin ist auch für mich so ein klassischer Zwerg. Gerade die Rückblende zur Schlacht von Arsenal und Visa mit dem Iro, die finde ich richtig cool, muss ich sagen. Das sieht richtig cool bei Dvalin aus. Und wie gesagt, dass er sich für Thorin, für seine Landsleute, für die Zwerge auch gegenüber Thorin so einsetzt, gefällt mir sehr. Ich glaube, ich habe es eben schon bei der Tierlist gesagt von Thorin und Company. Er ist halt irgendwie sehr gut auf Zwerge zu sprechen, aber nicht gut gegenüber anderen Völkern. Wie gesagt, gegenüber Bart hat er gewisse, sagen wir mal, Ressentiments, gewisse Misstrauen, auch gegenüber seiner Familie, wo er aus der Toilette hochkommt. Da war, wenn ich mich nicht erinnere, so von wegen wehe, du sagst das weiter oder so. Gegenüber den Elben halt auch. Das ist bei Zwergen nichts Besonderes, dass sie gegenüber Elben etwas reserviert sind, aber ich finde, bei Dvalin taucht es schon auf. Und ja, ansonsten ist er halt auch ein sehr guter Kämpfer. Das ist klar. In der Schlacht der Fünf Heere zum Beispiel, da gilt er auch als einer der besten Kämpfer, genauso wie in der Orkstadt.
Oder auch am Anfang gegen die drei Trolle. In der Special Extended kann man noch das mitzählen, dass er seinen Bruder Balin nicht zurücklassen wollte. Ihr wisst schon, das ganze Widerreiter-Thema mit dem Streitwagen, wo Balin zurückbleibt. Wie gesagt, in der Extended Edition. Das war auch eine coole Szene mit Marlin, finde ich, weil er halt da, da merkt man halt die Verbundenheit zu seinem Bruder. Das merkt man auch im Bot dann so ein bisschen mit dem, mit der Kopfnuss. Doch, ich mag auch Dvalin, muss ich sagen. Wie gesagt, ich finde ja auch einen der Zwerge von Turner Company, wo man ein bisschen mehr weiß. Ich würde ihn auf gut jetzt einordnen. Im Perfekt und Exzellent würde ich nicht sagen. Aber ich würde sagen gut. Und ich würde sagen über den Bürgermeister und unter Saruman. Denn Saruman finde ich im Film noch ein bisschen cooler. Aber ja, ihr seht auch Dvalin relativ hoch. Und das war's mit der Tierlist von den Filmcharakteren aus der Hobbit-Filmreihe. Wir haben jetzt am Ende 2 in Perfekt und 6 in Excellent, 5 in Gut. Die meisten sind tatsächlich in Mostly Functional. Da sind es 14. Dann haben wir in Inoffensive, das sind die zweitmeisten. Nein, tatsächlich gleich viel, auch 14. Und einen schlecht, Tauriel. Und dann noch 2 als Nicht-Charakter. Ja, ich finde ganz spannend, dass jetzt keiner in Schrecklich oder in Bricht die Show kam. Aber ich bin auch sehr gespannt auf euer Feedback, wenn es welches geben sollte. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr dann später wieder dabei seid beim Was wäre, wenn in Mittelerde und auch morgen wieder dabei seid. Nicht morgen. Nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Tierlist. Und sonst bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Gehabt euch wohl.